Ich bin Chiara und ich war letztes Schuljahr in Alberta in Kanada und ich war in dem kleinen Ort Canmore, direkt inmitten von den Canadian Rockies, also den Bergen dort. Und es war super schön. Ich hatte eine Gastfamilie mit einem Gastbruder in meinem Alter, einer Gastschwester, die war 20 und zwei Gasteltern und einem Gasthund. Und mit denen habe ich mich super verstanden und ich hatte generell eine sehr schöne Zeit dort. Am Anfang wird einem ja immer gesagt, man soll keine Erwartungen an sein Auslandsjahr haben, man soll sich keine zu großen Hoffnungen machen, es wird immer anders. Und ich habe das auch versucht umzusetzen und habe immer so anderen Leuten gesagt, wenn sie gefragt haben, ja und, was stellst du dir so vor? Ich habe immer so gesagt, ja, nee, gar nichts, ich habe überhaupt keine Erwartungen und ja, innerlich hat man sie dann doch. Und ich hatte schon voll so die Ideen, was ich dort machen konnte, weil ich den Ort ja auch relativ früh wusste. Ich dachte, ja, ich gehe auf jeden Fall super viel Skifahren und ich werde mich toll mit meiner Gastfamilie verstehen und ich werde so viel mit meinem Gastbruder machen, mit meiner Gastschwester und wir werden so voll das Dreamteam und ich werde auch super viel Freunde finden und ja, einfach, ich hatte so die Erwartung, dass es halt einfach nur positiv wird, obwohl ich mir auch davor schon bewusst gemacht hatte, dass es negative Sachen geben wird. Aber ich glaube, unterbewusst hat man doch immer diese hohen Erwartungen. Am Anfang, als ich dann angekommen bin, war alles super toll. Die ersten 6 Wochen, 2 Monate, da war so viel los und ich war nie wirklich zu Hause in der Gastfamilie, weil man ja so viele Events anstanden und ich so viel unterwegs war und auch mit denen immer was gemacht habe. Und es hat auch am Anfang super viel Spaß gemacht und so. Und ja, nach 2 Monaten kommt man so in diesen Alltag rein und man merkt so, okay, es ist jetzt nicht mehr alles so wie einfach ein Urlaub sein. Man lebt jetzt hier, man gewöhnt sich an alles und es ist nicht mehr besonders, zum Beispiel mit dem Schulbus zur Schule zu gehen oder ja, jeden Abend mit seiner Gastfamilie zu essen. Und ich glaube, da musste ich dann auch erstmal so drauf klarkommen, dass das jetzt Alltag ist und dass es eben nicht mehr alles so spannend und neu ist. Kanada als Gastland hat perfekt zu mir gepasst. Also ich hatte am Anfang überlegt, ob ich vielleicht doch nach Neuseeland gehen soll. Das hat dann mit Corona nicht geklappt. Und dann war ich mir schon nicht zu 100% sicher, ob Kanada jetzt genau zu mir passt. Und jetzt, während ich dort war und auch im Nachhinein, kann ich sagen, es hat, genau dieser Ort hat einfach perfekt zu mir gepasst. Die Berge haben super gepasst. Ich liebe Wandern, ich liebe draußen sein. Ich hätte mich in so einer Großstadt gar nicht wohl gefühlt. Und Kanada als Land generell ist einfach ein super offenes Land. Und die Leute, die Kanadier, sind super nett, ruhige Menschen, total relaxed. Und das fand ich so toll. Gerade im Vergleich zu Deutschland hat man so einen Unterschied gemerkt. Und ich glaube, was mir am meisten gefallen hat und was mir jetzt auch am meisten fehlt, sind wirklich die Leute, weil die sind schon so anders drauf. Und generell, das Land ist so ein entspanntes Land, so ein nettes Land. Da gibt es kein großes Drama und alles ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das wichtigste Element in meinem Auslandsjahr war, glaube ich, meine Freundesgruppe, die ich relativ spät kennengelernt habe, tatsächlich im vierten Viertel meines Auslandsjahres sozusagen, durch den Sportclub, dem ich beigetreten bin, durchs Leichtathletik und durch meine Musicalgruppe habe ich eine super tolle Freundesgruppe kennengelernt, mit denen ich auch gerade in den letzten Wochen so viel gemacht habe und so tolle Erlebnisse hatte. Und mein Gastbruder war eben auch in dieser Gruppe und wir haben dann uns richtig gut angefreundet am Ende und das war so das Schönste, wo ich mich auch noch am liebsten dran erinnere im Nachhinein, sind eben die Freunde, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe. Und genau, in der Highschool war ich so gern, ich bin noch nie in meinem Leben so gerne zur Schule gegangen wie dort, weil die Leute einfach so unfassbar nett sind, die Lehrer, und man ist so voll auf Augenhöhe. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also meine Highschool war relativ klein, wir hatten 600 Schülerinnen und Schüler und wir hatten super viele Fächer trotzdem, obwohl wir so wenig Schüler waren im Vergleich zu anderen Schulen mit irgendwie 3000 Leuten, fand ich das Fächerangebot unfassbar toll. Wir hatten so ein Labor, in dem es dann so 3D-Drucker gab und so Programmieren als Unterrichtsfach. Das habe ich total gern gemacht. Wir hatten einen riesen Kunstraum, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Eine Bühne mit der ganzen Bühnentechnik und einem Kostümfundus, in dem wir dann auch ein Musical aufgeführt haben und das als Unterrichtsfach hatten. Das kannte ich aus Deutschland nur als AG und das hat mir so Spaß gemacht. Und generell so die Leute in der Highschool waren toll, die Lehrer haben, man hat gemerkt, dass es ihnen Spaß gemacht hat, ihr Fach zu lehren und dadurch hat es einem selbst auch Spaß gemacht zu lernen und das fand ich so
da hat man den Unterschied zwischen Deutschland und Kanada gemerkt. Natürlich war auch nicht immer alles perfekt, wie ich schon gesagt habe. Gerade im Winter in dem Ort, wo ich war, war es sehr kalt. Wir hatten teilweise minus 45 Grad. Und ja, gerade um Weihnachten rum, um die Ferien, durfte man nicht wirklich raus, beziehungsweise man konnte gar nicht raus wegen der Kälte. Und da war ich 2-3 Wochen relativ alleine, einfach in meinem Zimmer. Meine Gastfamilie war arbeiten und ich hatte eben keine Schule wegen den Ferien und es war auch noch Weihnachten. Und man hat so tolle Sachen aus Deutschland gesehen. Alle feiern Weihnachten zusammen oder Silvester und meine Gastfamilie ist um Silvester um 8 Uhr schlafen gegangen. Und ich saß dann alleine da in meinem Zimmer und hab dann auf die Uhr geguckt, oh, schön neues Jahr. Das war so, glaube ich, die schwierigste Phase in meinem Auslandsjahr. Aber als dann die Schule wieder losging und ich hatte dann war auch der Halbjahrwechsel und ich hatte dann neue Fächer, habe neue Leute kennengelernt, dann geht's auch wieder bergauf. Also nur weil es mal 1-2 Wochen nicht gut läuft, heißt das nicht, dass das ganze Auslandsjahr schlecht sein muss auf einmal. Und es ist ganz natürlich, dass man immer mal wieder so Downphasen hat. Ich glaube, das Größte, was ich in meinem Auslandsjahr gelernt habe, war, allein zu sein. Und dass das aber auch nichts Schlimmes ist, so meine Bedürfnisse nach ganz oben zu stellen. Dadurch, dass ich neu angekommen bin, niemanden kannte, keine Freunde hatte, musste ich eben lernen, alleine zu sein. Und weil ich es aus Deutschland eben gewohnt war, jeden Tag nach der Schule mit meinen Freunden zu treffen. Und das war eben dort nicht der Fall. Und dadurch habe ich gelernt, selbstständig zu sein und auch Zeit mit mir selbst zu verbringen, ohne dass es mir danach schlecht geht. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache. Zur Exchange-Community bin ich gekommen, als mir auf Instagram Werbung für das Stipendium angezeigt wurde. Und da war ich gerade in der Planungsphase meines Auslandsjahres und dann habe ich gedacht, ja, komm, bewirbst du dich mal. Also kann ja nicht schaden, vielleicht kriege ich ja Geld für mein Auslandsjahr. Und genau dann nach dem Stipendium habe ich auch dazu geschrieben, dass es mir voll Spaß macht, Sachen mit der Kamera zu machen, Videos zu drehen, ob sie da noch Hilfe brauchen und habe dann gleich mit den Leuten hier, bin ich in Kontakt gekommen, wurde dann angefragt, ob ich mehr in der Community machen möchte und das macht mir sehr viel Spaß und ja, ich finde es einfach super, dass wir so ein großes Netzwerk sind mit ganz vielen ähnlichen Erfahrungen oder doch auch unterschiedlichen Erfahrungen und wir uns hier austauschen können. Bevor ich dann ins Ausland geflogen bin, so eine Woche davor, kam auf einmal diese ganze Angst hoch. Ja, wie wird das? Ich werde allein sein. Ich war noch nie so lange ohne meine Eltern weg. Und ich habe richtig so Panikattacken nachts bekommen, weil ich auf einmal war, in einer Woche bin ich weg. Also was soll ich machen? Ich werde allein sein, das wird schlimm. Und da kann ich euch als Tipp geben, versucht ruhig zu bleiben. Es klappt nicht immer. Und bei mir hat es auch nicht geklappt, aber lasst euch von dieser Phase nicht einschüchtern. Das ist ganz normal, dass man am Anfang da Angst vor hat. Das ist was total Neues und das haben wir, glaube ich, alle. Und lasst euch davon nicht einschüchtern und lasst euch davon den Start in euer Auslandsjahr nicht vermiesen.